Schwein gehabt, sagt der Volksmund, wenn etwas gut gelaufen ist im Leben. Zur Aufzucht dieser Tiere gehören Leidenschaft, Herz und Verstand. Ein Schweinehalter im Münsterland öffnete jetzt seine Stalltore. Deutlich wurde dabei, dieser Familienbetrieb hat sich mit Leib und Seele seinen Tieren verschrieben. Ja, ich bin Matthias Langkamp, ich bin Landwirt hier aus Greven. Wir haben einen Schweinezuchtbetrieb inklusive Ferkelaufzucht und Schweinemast. Wir züchten hier Schweine, weil ich mit Herzblut Landwirt bin. Ich habe auch nie einen anderen Beruf ergriffen und wollte auch nie einen anderen Beruf erlernen. Ich bin staatlich geprüfter Landwirt. Unbestritten ist, das Bild der Landwirtschaft hat sich gewandelt. Ein Landwirt von heute muss sich mit seinen Tieren, der Hygiene, der Tiergesundheit, moderner Technik, aber auch im Management seines Betriebes auskennen. Auch Züchter Matthias Langkamp muss seine Vermarktungsstrukturen zuverlässig beurteilen können, um sich erfolgreich im Wettbewerb zu behaupten. Im Schweineproduktionsbereich ist es ähnlich wie in allen anderen Unternehmen auch. Der kaufmännische Bereich ist ein wesentlicher Bereich in der Produktion. Dort ist man sicherlich gerade als Unternehmer gefordert. Dort muss man auch selbst im Mann stehen. Hier ist es halt gefordert, entsprechende Preisvergleiche zu machen, entsprechende Vermarktungswege zu untersuchen, entsprechende Einkäufe zu machen und so weiter. Von daher unterscheidet sich Landwirtschaft oder Schweineproduktion nicht wesentlich von anderen Unternehmensbereichen. Ja, ich werde Ihnen den Betrieb hier mal zeigen, damit Sie selber einen Eindruck bekommen, wie die Landwirtschaft heutzutage funktioniert. Also in diesen Stall kommen die Ferkel hinein, wenn sie von der Sau abgesetzt werden. Sie werden nach 4 Wochen abgesetzt, das heißt, sie werden dort von der Muttersau getrennt. Und hier ist dann die eigentliche Ferkelaufzucht. Die Ferkel bleiben hier bis zu einem Lebensalter von 12 Wochen oder beziehungsweise bis zu einem Lebensgewicht von 30 Kilogramm. Die Tiere haben sehr hohe Ansprüche, vor allen Dingen auch an die Temperatur. Wenn sie abgesetzt werden, haben sie einen Temperaturbedarf von ca. 32, 33 Grad. Dann sind ja noch relativ kleine Tiere mit ca. 8 bis 10 Kilogramm. Und von daher ist es schon erforderlich, dass man entsprechend die Stelle aufheizt. Dieses wird natürlich über die verschiedenen Computer, Lüftungscomputer oder über die Heizungsanlage gesteuert. Eine energieeffiziente und hochmoderne Technik ist aus der Schweinezucht nicht mehr wegzudenken. Diese Hightech-Performance erfordert rund um die Uhr einen konstanten Energieeinsatz. Um diesen lückenlos zu gewährleisten, produziert Schweinehalter Matthias Langkamp einen Teil seines Strombedarfs auf seinem Hof. Wir sind eigentlich relativ energieautark. Das heißt, wir haben ein Blockheizkraftwerk. Wir produzieren hier auf dem Betrieb den Strom zum großen Teil selber. Und von daher sind wir nicht unbedingt abhängig von den Stadtwerken, da wir den Grundbedarf auf jeden Fall immer decken können. Hier im Maststall werden die Ferkel eingestellt mit ca. 30 Kilogramm und werden bis zum Mastendgewicht weitergemästet. Die Tiere bekommen von morgens bis abends Futter vorgelegt, was über eine Fütterungsanlage gesteuert wird. Die Anfangsmast ist im Grunde im Gewichtsabschnitt von 30 bis 70 Kilo und die Endmast von 70 bis 110 Kilo. Wir unterscheiden in der Schweinemast den Spaltenboden, so wie wir hier sehen, einmal den Vollspaltenboden und den Teilspaltenboden. Hier im Vollspaltenboden, wie wir es hier auch sehen, ist die ganze Fläche mit Spaltenboden ausgelegt, komplett mit Schlitzen versehen. Und der Vorteil des Vollspaltenbodens ist einfach, dass die Tiere sehr sauber sind. Der Kot wird entsprechend durchgedreht, die Tiere sind sauber und die Luft ist sehr gut. Die Gülle wird hier unter den Tieren gelagert und wird zweimal im Jahr herausgebracht, entweder in einen Güllelagerraum oder direkt als hochwertigen Dünger auf dem Acker. In dieser Anlage sind die Schweine ca. 120 Tage, 90 bis 120 Tage ist die reine Mastzeit. Regelmäßigen Besuch bekommt der Grevener Schweinehalter von einem Tierarzt. Der nimmt alle Betriebsabläufe kritisch unter die Lupe. Also etwa alle 4 Wochen sind wir hier regelmäßig im Betrieb und gehen bei diesem Besuch den gesamten Tierbereich, anfangen bei den ferkelführenden Sauen durch. Die Gefahr von Rückständen über Impfstoffe sind praktisch null. Das sind keine Lebendimpfstoffe, die angewandt werden, in aller Regel keine Lebendimpfstoffe, die entsprechend auch keine Wartezeit haben. Anders sieht es aus bei dem Einsatz von Antibiotika, den man durch den Einsatz von Impfstoffen versucht zu minimieren. Die Wartezeit bei Antibiotika beträgt zwischen einem Tag
und bis zu 60 Tagen. Und das ist natürlich auch Aufgabe des Hoftierarztes, darauf hinzuweisen, dass diese Wartezeiten bei Antibiotika eingehalten werden. Wie man bei diesem Ferkel sehen kann, hat jedes Tier seine eigene Nummer. Das ist die Betriebsnummer. Jeder Betrieb hat eine eigene Nummer. Und anhand dieser Nummer kann man das Ferkel nachverfolgen, beziehungsweise das Maschschwein nachverfolgen bis zum Schluss. Das heißt letztendlich auch bis zur Metzgertheke, wo der Verbraucher sein Fleisch dann kaufen kann. Also die Produktion der Schweine ist vollkommen durchgängig und gläsern. Bleibt die Frage nach den Qualitäten und den Preisen. Immer mehr Züchter fragen sich, warum viele Konsumentinnen trotz transparenter Produktionsmethoden und zahlreicher Qualitätsprogramme wie QS oft nur über den Preis einkaufen. Also ich bin der Meinung, dass der Verbraucher eigentlich zu wenig weiß. Also er müsste besser aufgeklärt werden. Und da ist meiner Meinung nach also ein großes Defizit. Wir machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und gehen in die Schulen. Wir haben viele Programme, die wir weitergeben. Da muss im Grunde genommen auch viel passieren. Und nach meiner Meinung wäre der Verbraucher auch bereit, mehr zu bezahlen. Nur eben die Aufklärung fehlt. Grundsätzlich sehe ich die Landwirtschaft eigentlich positiv. Da die Weltbevölkerung weiterhin steigen wird und somit auch der Nahrungsmittelbereich weiter steigen wird. Zweites Thema ist natürlich der Energiebereich. Ich denke, da ist auch noch ein ganz großer Zukunftsmarkt für die Landwirtschaft. Und wer heute in die Zukunft investiert, wird morgen, glaube ich, auch noch Landwirt sein können.